bin aufgewacht und wusste plötzlich nicht mehr, wer mein Vater ist. Ich wusste nicht mehr ein und aus, was diese ganzen Eindrücke mit mir waren. Ich habe Kopfschmerzen bekommen. Ich habe wirklich den ganzen Sommer durchgehend Kopfschmerzen gehabt. Ich habe damals zu meiner Mutter gesagt, ich glaube jetzt langsam, ich habe ein Aneurysma oder Tumor. Es kann doch nicht mehr wahr sein, dass ich nur noch Kopfschmerzen habe. Weil wie kann man sich das bitte erklären, dass jemand nur Schmerzen nimmt, also wirklich nur noch Kopfschmerzen hat und es gar nicht mehr aufhören zu will. Und ja. Und dann auch also die Ärzte wussten dann auch nicht so direkt, was mit mir ist und als ich das denen so erzählt habe und alles. Und eines Tages hat meine Mutter einen Artikel in der Zeitung gelesen zum Thema Asperger. Es war damals einer der ersten überhaupt, glaube ich, die in unserer Gegend oder so veröffentlicht wurden. Aber auf jeden Fall hat sie den dann gelesen und hat dann so gedacht, das, was ich da lese, das trifft irgendwie auf mein Kind zu. Und ja, dann war es so, dass sie dann tatsächlich sich dazu entschieden hat zu sagen, wir machen Tests. Meine Mutter hat dann gesagt, wir müssen das jetzt testen, das geht ja nicht, das wird es nicht. Dass da überhaupt nichts irgendwie Informatives ist. Also, sie will das jetzt getestet haben, doch bitte. Und hat dann auch die Tests veranlasst und alles. Und dann bei dem Test war eigentlich sehr eindeutig, ich bin Asperger. Also, der Test, da gab es keine Zweifel. Und ja. Dadurch habe ich dann gewusst, dass ich ein Asperger bin. Und weil ich mich schon damals gewundert habe, die Traumaschübe und alles haben plötzlich, mehr oder weniger sind sie sehr viel weniger geworden. Und von jede Woche mindestens zwei auf einen im Monat. Ich dachte, es würde eben besser geworden von irgendwas. Aber inzwischen glaube ich, dass der Asperger das Trauma-Ding irgendwie aufgelöst hat. Ich weiß nicht, also zum großen Teil aufgelöst hat. Ich weiß nicht, aber ist so meine Theorie, dass sich das irgendwie gegenseitig aufgehoben hat. Oder meine Mutter sagt, dass es sich vielleicht auch gegenseitig verschlimmert, aber weiß man nicht genau. Nichts Genaues weiß man nicht. So ist es eben. Ich kann jetzt nicht sagen, ich schraube meinen Kopf auf und guck mal rein. Und dann kommt da so ein kleiner Kobold mit einem Schild. Ich bin noch ein bisschen Trauma. Ich bin Asperger. Und die kämpfen so miteinander, das kann ich leider nicht. Also muss ich damit leben, was ich weiß. Und zwar, dass es da danach mit dem Trauma besser wurde. Und ja, dann war es auf jeden Fall so, dass ich anfangs dachte, der Asperger sei eine Superkraft. Weil es hat mir ja das, was mir mein Leben schwer gemacht hat, weggenommen. Aber im Nachhinein betrachtet ist es nicht wirklich eine Superkraft, weil, naja. Damit fingen dann die anderen Problematiken an. Aber ich habe dann auf jeden Fall das dritte Mal die Schule gewechselt. Das ist auch das letzte Mal. Und dann bin ich dann auf eine Schule gekommen, wo dann die Klassenlehrerin so mega nett war. Hallo an der Stelle, falls ihr das Video seht. Wo der Direktor und der Konrektor ultra nett waren zu mir und auch viel Verständnis mir gegenüber entgegengekommen ist. Und ja, da habe ich dann meine restliche Schulzeit verbracht, sozusagen zum größten Teil in der Schule. Und dann war aber irgendwann der Punkt, wo ich, also da durfte ich dann auch wieder eine Klasse überspringen, weil da die Klasse drunter, in der ich gewesen wäre, waren zu viele Schüler und die drüber, da waren dann weniger Schüler. Ja, und dann war aber die Sache, dass mir der Rektor im Vertrauen gesagt hat, oder auch so, dass es so ist, wenn jemand theoretisch während der Prüfung das Zimmer verlässt, gilt die Prüfung als durchgefallen. Und man darf die Prüfung zu damaligem Stand nur einmal ablegen. Und so haben sich dann meine Eltern und ich entschieden, dass ich das jetzt noch nicht riskiere, weil ich damals echt nicht sagen konnte, gehe ich raus, gehe ich nicht raus, wie auch immer. Und dann hat meine Mutter auf jeden Fall mit dem Schulamt geredet. Und dann kam sie da zu einer anderen Einigung. Nämlich, ich mache so lange, bis ich 18 bin, weil ich war damals, glaube ich, 17,5 oder 16 oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall war ich kurz vor 18. Und dann hat sie gesagt, dann machen wir jetzt Hochschulkurse. Hochschulkurs, also das war so das Angebot, ich suche mir Sachen aus auf dem Hochschulding und dann machen wir das anstelle von Schule, weil es eben bei mir keinen Sinn gemacht hat in der Schule mit den Schülern und allem und dem Lärm. Und das eben bis ich dann 18 war und das habe ich dann auch gemacht und da war ich dann in Japanisch, Kalligrafie, Technik und Blindenschulsprache. So, jetzt
komm, komm.